mal, hast du das gesehen? Die hat schon wieder ein neues Buch angefangen. Meinst du, die frisst ihre Bücher? Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es von mir ein Video, was denken die anderen? Also das soll folgendermaßen aussehen, ich stelle eine Situation in den Raum und spiele so ein paar Szenarien nach, wie das wohl bei anderen Menschen ankommt. Natürlich hat das Ganze etwas mit Büchern zu tun. Also bleibt dran, wenn euch das Ganze interessiert und dann sehen wir uns gleich. Entschuldigen Sie, ich wollte die Milch kaufen. Jetzt habe ich leider gerade kein Bargeld. Kann man auch bei Ihnen mit Diamanten zahlen? Ich musste Harry einfach töten, sonst hätten meine Leser nie Ruhe gegeben. Dann würde ich ins Jahre 2060 immer noch Harry Potter schreiben. Ich verstehe sie nicht. Von dem Geld hätte sie ganz Douglas leer kaufen können. Also, Antonia, warum du bei mir in die Therapie gekommen bist, weißt du? Ah, meine Eltern. Wegen der Drogen? Nein. Wegen des Alkohols? Auch das ist es nicht. Wegen der Schwangerschaft? Nein. Es ist wegen... Ja, wegen deiner Büchersucht. Oh. Finanziert mir mein ganzes Monatsgehalt. Ich muss den roten Teppich ausfahren. Wir müssen die Kreditkarte sperren! Ja, und das war's doch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen hoch. Natürlich könnt ihr mich jetzt auch noch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss! Halt, stopp, noch nicht abschalten, bevor ich es vergesse. Vielleicht habt ihr das schon auf Facebook gesehen, wenn ihr meinen Kanal schon etwas länger verfolgt und auch auf Facebook aktiv seid. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung. Mein Buch Die Nachtsänger, was ich 2013 geschrieben habe, wird nochmal neu veröffentlicht mit einem neuen Cover und auch einem veränderten Inhalt. Die Geschichte ist natürlich die gleiche, aber viele Sätze sind halt umformuliert und ein bisschen überarbeitet. Es ist ein Fantasy-Roman und wenn er euch interessiert, dann schaut doch mal in der Infobox. Da habe ich nämlich einen Klappentext und das Cover werdet ihr jetzt hier nochmal kurz sehen. Und ihr könnt jetzt auch schon vorbestellen für 12 Euro, wenn ihr in Deutschland wohnt, inklusive Versand, ansonsten noch 1,50 Euro dazu, weil der Versand ja dann teurer wird, werde ich euch ein gebundenes Exemplar nach Hause schicken, auf Wunsch auch gerne signiert. Auf Amazon oder in der Buchhandlung wird es danach leider nur noch Taschenbücher geben. Also wenn ihr gerne ein Hardcover in eurem Regal stehen habt, dann schlagt jetzt zu und schreibt mir eine E-Mail mit eurer Adresse, dann bekommt ihr auch ganz schnell eine Antwort von mir. Und ja, würde mich freuen. Aber jetzt heißt es wirklich Tschüss!